Wahrscheinlich sitzt du jetzt gerade gemütlich vor deinem PC oder dem Smartphone. Entweder ist es noch taghell oder du hast ein elektrisches Licht eingeschaltet. Diese Dinge sind für dich ganz alltäglich und normal. Die Geschichte, die wir dir gleich erzählen, zeigt, dass frei verfügbare Elektrizität und Licht am Abend nicht für alle Menschen dieser Welt normal sind. Victor Angulo Cordoba ist heute 14 Jahre alt und lebt in der Stadt Moche, in der nordperuanischen Region La Bidertat. Dort leben die Menschen teilweise noch sehr einfach und es gibt viel Armut. Die Familie des Jungen hatte nur ein bescheidenes kleines Haus oder besser gesagt eine Hütte. Um für den Lebensunterhalt aufkommen zu können, hielten Victor, seine Geschwister und seine Mutter einige Schafe. Sich morgens und abends um die Schafe zu kümmern, war die Aufgabe von Victor. Währenddessen kümmerte sich die Mutter um seine Geschwister. Victor ist der älteste Sohn der Familie und mächtig stolz, dass er Verantwortung innerhalb der Familie tragen kann. Der Vater verließ die Familie, um im fernen Lima Geld zu verdienen. Doch trotzdem reichte es oft nicht. 2018 war für Victor zunächst kein gutes Jahr. Für ihn standen einige Prüfungen in der Schule an und der Junge musste lernen. Er wollte einer der Besten sein. Immerhin hatte er einen Traum. Gleich nach der Grundschule wollte er auf die Oberschule gehen und danach Polizist werden. Für Recht und Ordnung sorgen war dem Jungen wichtig. Im Frühjahr 2018 hatte die Familie einen großen finanziellen Engpass. Victors Mutter konnte die Stromrechnung nicht mehr begleichen. Das bedeutete, dass das Haus mit Einbruch der Dunkelheit dunkel blieb. Victors Mutter bat den Jungen, seine Hausaufgaben noch während der hellen Tageszeit zu erledigen. Doch manchmal schaffte Victor das einfach nicht. Hier und da war ein Schaf ausgerissen, dann machten ihn einige Aufgaben zu schaffen. Er legte sie beiseite und wollte sie später noch einmal studieren. So wurde es oft schon dunkel, bis Victor sich wieder dem Lernen zuwenden konnte. Doch der kluge Junge wusste sich zu helfen. Wozu gab es Straßenbeleuchtung? Er schnappte sich seine Bücher und Hefte und setzte sich zwei Straßen weiter unter eine große, helle Laterne. Das funktionierte für den Jungen so wunderbar, dass er es zu einer regelmäßigen Einrichtung machte. Plötzlich musste sich Victor nicht mehr beeilen. Er hatte mehr Zeit und konnte sich abends allein unter die Laterne wunderbar seinen Büchern widmen. Im peruanischen Frühling, und das ist auf der Südhalbkugel Oktober, gingen ungewohnt heftige Regenfälle nieder. Zwei Tage prasselte das Wasser fast unaufhörlich auf die bescheidene Behausung von Victor und seiner Familie. Das Dach ließ an vielen Stellen Wasser durch. Teilweise fehlten Fenster und Dichtungen. Das Leben war in diesen Tagen alles andere als angenehm für die Cordobas. Der Junge machte sich Sorgen um die Schafe und er konnte nicht unter seiner Laterne gehen und studieren. Und tatsächlich, nach ein paar Tagen mit heftigen Regengüssen, ging eine gewaltige Schlammlawine nieder und riss den halben Schafstall hinter dem Haus weg. Victor und seine Mutter gruben stundenlang im Matsch und Geröll. Zwei Schafe kamen ums Leben, aber es waren zum Glück immer noch genug gesunde Tiere übrig. Für mehrere Tage konnte sich Victor kaum seinen Schulaufgaben widmen. Seine Hefte wurden nass und seine Kleidung war schmutzig. Er hoffte, dass dies seinen Traum, Polizist zu werden, nicht gefährden würde. Bald stabilisierte sich das Wetter wieder, es wurde sogar richtig schön warm. Victor saß natürlich wieder unter der Straßenlaterne und machte seine Schulaufgaben. Was der Junge nicht wusste, war, dass sich unweit der Laterne eine Überwachungskamera befand. Auch Nachbarn war der Junge aufgefallen. Eines Abends fuhr plötzlich ein Polizeiauto vor. Victors Augen wurden ganz groß. Seine Vorbilder standen vor ihm. Doch die hatten zunächst einige unangenehme Fragen für den kleinen Victor parat. Jemand in der Nachbarschaft hatte den Jungen beobachtet und für ein Straßenkind gehalten. Die Polizisten wollten herausfinden, wer Victor war und was er da tat. Er sagte nicht gerne, dass er arm war und hier seine Hausaufgaben erledigte, weil seine Familie keinen Strom zu Hause hatte. Doch als der Junge mit der Sprache rausrückte, passierte etwas sehr Ungewöhnliches. Zunächst brachten die Polizisten den Jungen nach Hause. Dann gaben sie ihm eine brandneue Taschenlampe. Sie baten ihn, in der Polizeistation vorbeizukommen, wenn die Batterien leer waren.
So hatte Viktor immer eine Lichtquelle zu Hause und konnte selbst bei schlechtem Wetter lesen und lernen. Doch nicht nur das, die Polizisten setzten sich mit dem Bürgermeister in Verbindung. Sie erzählten von Viktors Situation und dem halb zerstörten Haus der Familie. Daraufhin kam eine kleine regionale Spendenaktion zustande. Viktor und seine Familie bekamen Sachspenden und ein bisschen Geld. Die Polizisten hatten das Video der Überwachungskamera zudem online gestellt. Auf den Bändern war Viktor zu sehen, wie er Abend für Abend unter der Laterne beim Lesen und Lernen saß. Sogar im fernen Bahrain nahmen Menschen Anteil am Schicksal von Viktor aus Peru. Einer dieser Menschen war Jakob Yusuf Ahmed Mubarak. In seinem Heimatland ist Jakob Mubarak dafür bekannt, Arme und Hilfsbedürftige auf sehr großzügige Weise zu unterstützen. Heute ist der Mann aus Bayram mehrfacher Millionär. Als Kind ist er aber selbst sehr arm gewesen. Auch er hatte im Licht der öffentlichen Straßenbeleuchtung Bücher gelesen. Als er Viktor sah, erkannte er sich selbst und wollte unbedingt helfen. Prompt setzte sich der Millionär ins Flugzeug und flog einmal um den halben Erdball bis nach Peru. Dort staunten Viktor und seine Mutter nicht schlecht, als ein Scheich vor ihrer Tür auftauchte. Der Philanthrop Jakob Mubarak wollte nicht nur eben mal Hallo sagen, er wollte helfen und wirklich etwas bewegen. Er blieb eine ganze Weile in Mohé und verschaffte sich einen Überblick über die Situation vor Ort. Dann bot er Viktors Familie den Neubau eines Hauses an. Die Hütte war zwar recht gut repariert worden, konnte aber bei weitem nicht mit dem Standard normaler Häuser in Mohé mithalten. Die Mutter konnte es zunächst nicht glauben, willigte aber schließlich dankbar ein. Bald schon fingen die Bauarbeiten an und statt einer Hütte hatten die Cordobas plötzlich ein zweistöckiges Haus mit dichten Fenstern, einer sicheren Eingangstür und allem Komfort. Jakob Mubarak unterstützte Viktors Mutter bei Plänen, einer kleinen Recyclingfirma zu gründen. Sie sammelten nun Wertstoffe und gebrauchte Gegenstände und verkauften diese dann wieder an dankbare Bürger oder große Verwertungsunternehmer. Ziel des großzügigen Mannes aus Bayram war nicht nur die kurzfristige Hilfe, er wollte den Menschen helfen, selbstständig zu werden und aus eigener Kraft zu leben. Er selbst wusste, dass dies möglich war. Immerhin hatte er sich von einem armen Jungen zu einem reichen Mann entwickelt. Trotzdem sorgte er dafür, dass die Stromrechnung der Cordobas für Jahre im Voraus bezahlt war. Dieses Geschenk lag ihm für Viktor besonders am Herzen. Jakob Mubaraks Hilfe war damit noch lange nicht am Ende. Er spendete der Schule von Mohé eine dringend benötigte Renovierungsarbeit, neue Möbel, Bücher und Lernmittel. Mit Viktor ging er zum Fußballspielen und sorgte dafür, dass der Junge einige seiner größten Fußballidole kennenlernen durfte. Natürlich stieß diese außergewöhnliche Geschichte weiter auf viel Interesse. Viktor und seine Mutter gaben eine Menge Interviews. Selbst der Bürgermeister von Mohé schaute regelmäßig vorbei. Das Leben der Cordobas hatte sich extrem geändert. Und das alles nur durch einen Zufall oder durch eine Verkettung von Umständen, die zunächst gar nicht so glückverheißend aussahen. Alleine das Gefühl, nicht mehr ungesehen zu sein, tat Viktor unheimlich gut. Sein Herz fasste Hoffnung und sein Bestreben, einmal ein guter Polizist zu werden, nahmen dadurch weiter zu. Obwohl Viktor die Hilfe und die Freundschaft zu Jakob Mubarak gerne annahm und er die neue Aufmerksamkeit genoss, hatte er auch Momente, in denen er all diese Geschehnisse nicht fassen konnte. Eines Abends saß er im brandneuen Wohnzimmer mit seiner Mutter auf dem bequemen Sofa und fragte sie: "Mama, wie kann es sein, dass ein Mann aus einem fernen Land einfach so zu uns kommt und all das für uns tut?" "Ich weiß nicht, mein Junge. Ich weiß nicht genau, was Jakob angetrieben hat. Aber ich denke, er ist einfach ein zufriedener, wohlhabender Mann, der sein Glück und sein Reichtum gerne mit denen teilen möchte, die nicht so viel haben", sagte Viktors Mutter. Es ist schön, nicht wahr, welche neuen Möglichkeiten das Internet und Social Medien bieten. Viktor hatte niemals beabsichtigt, bekannt oder reich beschenkt zu werden. Er wollte einfach nur seine Aufgaben erledigen und seinen Traumberuf ergreifen. Dank der neuen Möglichkeiten und einiger glücklicher Zufälle konnte ein Mann in Bayram wissen, dass ein Junge in Peru dringend Hilfe braucht, und er hat keinen Moment gezögert. Das spendet allen Menschen Mut und Hoffnung, dass es selbstlose Liebe und Hilfsbereitschaft in dieser Welt wirklich gibt. Erzähle uns, welchen großen Traum du hast,
Wünschst du dir auch manchmal, zufällig entdeckt zu werden und Hilfe von einem reichen Gönner zu bekommen? Lass uns an deinen Geschichten teilhaben und sag uns, wie du über die von Viktor und Jakob denkst. Wir freuen uns über deinen Beitrag in den Kommentaren. Ich bin gespannt.